Hallo und willkommen zurück bei Terminator Resistance. Mein Gott, war das spannend in der vorigen Folge. Ben ist auch wieder mit dabei. Hi Ben. Ba-ba-bam, ba-bam. Ja. Ba-ba-bam, ba-bam. Haha. Stimmt. Jetzt habe ich meinen Gag verpasst. Der kommt in der nächsten Folge, erinnere mich dran an. Ba-ba-bam, ba-bam. der ist mir nämlich auch noch eingefallen. Egal. Habe ich jetzt 9 Folgen lang nicht gemacht. Oder 10 Folgen? 10 waren es, glaube ich. 10 Folgen Zehn lang nicht sind's. gemacht. Egal. Ja. Den T-800, dann sind wir entkommen und jetzt flackert hier irgendwie alles. Das wird auch noch ganz interessant. Die Musik hat aufgehört und ich kann vielleicht auf mein Stichwort T-1000 zurückkommen. Mache ich es mal ausnahmsweise ganz am Anfang der Folge. Wo fange ich denn da am besten an? Jetzt wird bestimmt wieder was ausgelöst. So, nee. Wo Trigger dead. fange ich an? Genau, also es geht mir jetzt ums... Machen wir die Uzi wieder. Ums Aussehen des T-1000. Der ist ja komplett wandelbar. Und das Interessante im Film ist, dass er natürlich, damit der Zuschauer das besser identifizieren kann, doch immer mal wieder auf Robert Patrick wechselt. Ne? Also auf den Schauspieler. Ist ja logisch. Im Grunde hätte er das gar nicht mehr nötig, beziehungsweise es wäre sogar besser für ihn, wenn er jedes Mal eine neue Rolle wäre, die keiner erwartet. Also die hauptsächlich John und Sarah und der T-800 nicht erwarten, ne? Aber es wäre vielleicht für den Zuschauer, denke ich mal, zu verwirrend gewesen, wenn man das ständig gewechselt hätte. Und was man eigentlich auch hätte machen können, und das hätte ich sehr cool gefunden, aber dann wäre der Zuschauer von Anfang an verwirrt gewesen. Sie hätten ihm am Anfang keine richtige Form geben können und dann nimmt er genau die Form des Police Officers ein, der ihn da am Anfang findet. Aber ich glaube, dann hätten Zuschauer, die das nicht so auf die Reihe kriegen, hätten die ganze Zeit gedacht, hey, jetzt ist der Polizist da wieder, was ist denn hier los? Und so, da hätte man schon in der Sequenz zeigen müssen, wie er sich zu dem rüber morpht und dann wär dieser Effekt weg gewesen, der ja ziemlich cool war, als er da aus dem Kanal rausgelaufen kam, wo man das erste Mal gesehen hat. Naja, nicht ganz das erste Mal. In dieser Duellsituation hat man auch schon gesehen, dass er diese Einschüsse kriegt, ne? Ja, genau. Ja. Ja, wo meinst du das mit der riesen Explosion? Ja, genau, das meinte ich gerade. Wo er als flüssiger Mensch im Genau. Person Das da rausläuft. war schon sehr beeindruckend. Ja, finde ich auch. Ich finde, den T-1000 an sich ist ein extrem cooler Terminator. Konnte man nicht mehr toppen. Sie haben es seitdem versucht und es geht halt nicht. Ja. Also, was habe ich eigentlich gerade gehackt? Wenn ich mal fragen darf. Ach, die Tür. Kistle hast du oder? gehackt. Ach, die Kiste an sich? Okay, ja, die Tür ist noch nicht offen, stimmt. Es Ja, war eine gut. sogenannte Skynet-Kiste. Cool. Da finde ich ist irgendwann eine cool. Plasmawaffe drin. Na, hoffe ich doch hier. Hier, pass auf, hacken wird auch noch zu meiner zweiten Natur. Zack. Ja, du bist jetzt der Frogger-König. Genau, ich fange jetzt an, Frogger zu spielen. Oh. Das war Ah, knapp. das wird knapp, ja. Swish. Oh. Ah! Ach komm, nee. Nee, lauf! Na scheiße. Die Frage ist, verliert der mich wieder? Ja, mach mal deine Brille, ne? Ja, mach ich. Du kannst ihn echt nicht wegballern, ne? Das Ich ist denke schon ganz schon, schön ab. dass. Der ist jetzt im Aufmerksamkeitsmodus, aber ich denke schon, dass er. Oh. Wäre das vermeidbar gewesen? Hört er dich? Nee. Ich glaube, er hat genau die Stelle bemerkt, wo ich hingelaufen bin und seitdem bin ich in der Hocke. Also wenn ich in der Hocke bin, oder? Dann. Oh Gott, wie er rechts und links sich dreht und die Umgebung scannt. So richtig krass, ey. Ja, guck, jetzt ist auch wieder dieser Alarmmodus weg, ne? Ja, sehr geil. Krass, also Finde ich da gut bin ich jetzt mal gemacht. gespannt, ja. Bleibt jetzt aber wieder da stehen? Oder wo war denn der Typ überhaupt? Ja, irgendwie links um die Ecke. Ja, der strackt da wieder und vielleicht musst du den triggern, dass du ihn so ausweichen kannst. Na, das wäre es ja noch. Dass ich jetzt, wenn er hier wieder rein. Ah, tatsächlich. Oder es war schon sein Laufweg, dass er. Er kann ja nicht, die Tür war zu. Ach, keine Ahnung. Ja. Lass mal abwarten, was er jetzt macht. Gar nichts. Steht da rum. Dreht Er dreht sich. sich immer noch hin. Jetzt Ah, läuft er, jetzt, okay. jetzt. Ah, das Turret. Wenn du das Turret hackst. Oh Gott, ich glaube, jetzt versuche ich es mal nach links rum, oder? Ja, Oh, es würde ist ich auch. fies, ey. Das eine Turret hacken. Jetzt muss ich Ja, erst mal gucken, du wie er musst. läuft. Ja, Oh. der wird wieder zurückkommen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der jetzt da lange rummacht. Ah. Oh. Okay, haben wir Ja. nur den einen Und hier? dass dann. Ja, dass das Turret vielleicht den Terminator wegballert und dann kriegst du vielleicht eine. Nein, das wäre cool. Guck mal hier. Aha. Das könnte mir den Weg zum Turret erleichtern. Das
solange es dich nicht anstarrt, ne? Ja. Oh, das ist fies, ey. Jetzt kommt der da wieder. Oh, das ist schon echt eine Herausforderung. Ich guck mal, ob er wieder nach rechts abläuft. Oder ob er einfach nur wieder zurückgeht. Irgendwann muss ich dann auf jeden Fall zum Turret. Na komm schon. Entscheide dich für was. Ja, er läuft wieder den Weg zurück. Interessant. Okay. Okay, jetzt hast du. Das ist nicht leicht hier, das ist nicht leicht. Ja, genau, erstmal in die Ecke, wenn der jetzt hier. Du musst halt auf den T800 aufpassen. Der wird da wohl hoffentlich. Ach, hier kann er ja gar nicht. Okay, eigentlich kann man ja auch den Weg, den das Turret macht, mit dem Modus ganz gut sehen. Aber ich glaube, das ist that's the way to go, ne? Das kostet auf jeden Fall Zeit, aber wenn ja. Wenn der nach rechts rüberläuft, dann Turret hacken und dann die zwei gegeneinander fighten. Ich muss mal sagen, das Turret ist auch ganz schön schnell unterwegs, also da habe ich nicht viel Zeit. Vielleicht laufen tatsächlich. Ah, dann kriegt er mich doch vielleicht auch eher mit. Ja gut. Ah, du hast schon recht, aufstehen werde ich schon müssen, ja. Ja, ich würde sogar rennen, weil jetzt oder nie, ne? Okay. Hack das Ding, bevor es. Oder ja, warte es nochmal ab. Bevor es Eier legt? Ja, genau. Ich warte nochmal ab. Er kommt gerade wieder zurück. Obwohl ich ja im Pausenmodus bin, aber trotzdem. Ich gucke zwischendurch mal hier. Okay. Das wäre natürlich nochmal spannender, wenn man nicht im Pausenmodus wäre beim Hacken. Das wäre echt fies. Das wäre krass, ja. Ja, geht da wieder dahin, okay. Aber da ich ja laut deiner Theorie selber ein Terminator bin, habe ich natürlich einen eingebauten Pausenmodus für solche Momente. So ist es. Ja gut, aber wenn du tatsächlich ein Terminator wärst, ne, dann würden die Terminatoren dich ja nicht angreifen. Naja, ich bin ein auf grün gehackter Terminator. Ah, das könnte ja auch sein. Toll, jetzt läuft er hier noch nicht mal hin. Ja, super. Jetzt musst du abwarten, was passiert, ne? Mhm. Ah, 1000 Jahre später. Komm her, du! Oh. Das erfordert Geduld, aber. Na, obwohl. Die Frage ist, ob der auch auf mich geht. Biggie Boo. Ich guck mir das so an. Keine gute Idee. Da ist er weg. Oh, das ging doch schnell. Blech. So, jetzt haben wir auf der anderen Seite noch das Geschütz und mehr war doch hier schon nicht. Ja gut, aber natürlich erst mal beim T800 erst. Hä? Was? Den T800 looten. Ja, Moment. Wo ist denn das Ding? Da hinten. Ich hätte den auch so machen können, fällt mir mal auf. Ja, gut. Dann hätte ich vielleicht... Ja, stimmt. Ah, das war der elegantere. So kann ich auch seine Waffe kriegen. Mal gucken. Das wäre natürlich geil. Nicht viel übrig geblieben, muss man ja sagen. Ja, leider. Der Brustkorb. Rote Plasmazellen, Altmetall, Skynet Chip. Toll. Liegt die Knarre irgendwo rum? Nee, ne? Ich fürchte nicht. Das wäre zu einfach. Ich denke, die kriegt man an einem bestimmten Punkt im Spiel. Wahrscheinlich. Lame. Ah. Okay, ich gehe darüber. Nochmal die Umgebung scannen, nicht, dass da noch irgendein T800 rumläuft. Ja, hast recht, das wäre blöd. Oh, da geht's. Das ist ja höchst überflüssig. Kann ich einmal hinten rum, um ans Turret ranzukommen, aber ansonsten. Ach nee, war das. Das ist ja wie die Stelle, wo ich reinkam, ne? So ein bisschen. Okay. War es aber wahrscheinlich nicht. Der offizielle Weg, ne? Ja, jetzt bin ich auf der anderen Seite. Naja, ja, gut. Hack mal das Ding noch, Sicherheit. Auf jeden Fall, natürlich. Klar, ich wollte nur sehen, wie ich am besten rankomme. So. Naja, Frogger-Profi mittlerweile. Zack, 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 zack. Ja, da traut er sich, da traut er sich. Na klar. Man kommt so langsam rein. Bei mir dauert alles immer etwas länger, aber dann habe ich's. Ach ja. So. Geht doch noch, geht doch noch.
Ja. Aber Loot habe ich auch echt null gesehen gerade. Nee, ne? Ich würde jetzt gerne mal hier die Dinger aufkriegen. Ach, hier war der Gefangene, ne? Genau. Hier auf der anderen Seite, wo ich mit dem gesprochen habe, glaube ich. Also könnte ich mir jetzt vorstellen, dass das die Stelle war. So. Ich sollte doch irgendeinen Generator... Was war das? Ja, du musst ja nur deinem Zielpunkt beugen. Da, stimmt. Moment mal. Da läuft die ganze Energie zusammen. Ach, hier habe ich ja noch gar nicht geguckt. Genau, hier ist ja neu. Alles klar. Hacken, sehr schwer. Ärgert mich hier auch keiner. Sehr einfach. Oder einfach das hier kaputt schießen. Ja, ich ist ja bin auch für Schießen. Echt? Genau. Bist du für Schießen? Ich bin immer für Schießen. Von wo soll ich schießen, dass mir nicht selber alles um die Ohren fliegt? Keine Ahnung. Hier von der Ecke? Na, ich glaube, weiß nicht, willst du es wirklich machen? Dann musst du alles nochmal machen. Wie, du wolltest mich gerade veräppeln, ja? Ich habe das für voll genommen, was du gesagt hast. Also ich bin prinzipiell immer erst schießen, dann, dann fragen. Ja, man kann es verletzen. Man kann es theoretisch auch hacken. Ja. Ich verschwende jetzt zumindest keine Kugeln. Ich nehme die unendliche Pistole. Naja gut, was heißt unendlich? Du hast 379 Schuss. Unendlich. Ach ja, stimmt. Stimmt, die ist ja gar nicht. Die ist ja sonst immer standardmäßig gerne mal unendlich in Shootern, aber hier nicht. Bin gespannt. Hast recht. Ja, ne? Da kommen sie. Jetzt, scheiße, wir hätten die andere Taktik wählen sollen. Aber die Turrets sind... Ja, die Turrets sind live. Einer weg. Ja. Erstens im Kreuzfeuer. Keine Chance, Jungs. Der da hinten ist auch... Oh, der ist... Ich glaube, das war's schon. Ne, der macht noch. Ja, so muss das sein, ne? Du kannst die ganzen T-800 looten. Geile Sache. Warum beruhigt sich die Musik noch nicht? Weil die Musik hier in dem Spiel immer hart am Durchdrehen. Ah, jetzt ist hier... Ja, genau. Jetzt komme ich da durch. Plasmazelle, Elektroteil, Sprengstoff, Altmetall, Skynet-Chip. Okay, dann waren... Wo waren sie denn noch? Hier hinten war doch noch einer. Hier? Da waren insgesamt 4 oder 5 Stück, oder? So viele? Ja, da sind voll viele rübergelaufen. Also hier waren, glaube ich, 2. Auf der anderen Seite waren es auch 2, wenn ich mich nicht schwer täusche. Okay, warte mal. Das kann man ja leider auf der Karte nicht sehen, oder im Scan-Modus, ne? Wo ich hier noch loote. Echt, hier waren es 2. Also das war der allererste. Dann genau, war jetzt das war hier der nächste. Oh! Ja, schau mal einer an. Ich lasse mich erstmal mit so einer Kiste ablenken. Macht mir mehr Spaß als mit dem Dietrich, muss ich sagen. Ja, Dietrich hat mich auch immer genervt, egal in welchem. Oh, 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 oh! Scheiße. Nein, da hat er wieder einer. Ich konnte nicht mehr rüber. Man hat ja ein paar Versuche. Ja. Vor allem mit dem Hacken. Fähigkeitspunkt. Ja, viel fehlt ja auch nicht mehr für den nächsten. War noch 100 Punkte oder so. Ja, so okay. 200. 200 Punkte. Ja. Cool. So, was, wo ist jetzt da hinten? Na gut, dann gehen wir jetzt darum. Also hier finde ich nichts mehr. Nee, ich sehe auch nichts. Außer meine Loot-Augen lassen mich langsam im Stich, kann natürlich. Ich werde auch nicht jünger. Insofern war es echt ganz gut, dass man die Turrets gehackt hat. Ja. Sonst wäre das mühsam bis unmöglich gewesen, die alle loszuwerden. Also aber ich habe mir schon fast sowas gedacht in Richtung, was Ekliges kommt. Are you there? I'm on my way out. Oh je. Dann schickst du nach oben, da stehen Turrets. Boah, das ist schon echt spannend gemacht hier. Mhm. Ja, vor allem die Musik, die hört halt einfach nicht auf. Die gibt sich die Action. Oh, bin, achso, ich bin hier. Anfangs-Turret. Okay, ich muss. Ach, hier kam ich raus. Jetzt hab ich den Zusammenhang, genau. Okay. Oh, ich höre Hunter Killer.
Da. Ja. Sie haben recht, Sir. Den kriegt man auch, glaube ich, nicht mit dem Plasmagewehr weg. Gleich zwei. Wenn ich eins hätte. Aber wahrscheinlich auch nicht. Ne? Oh. Oh. Scheiße, ich, jetzt habe ich nur die kleine Ecke hier. Reicht das? Oh Gott. Ich bete für dich. Ja. Sieht gut aus. Alter, sind das viele, ne? Boah, und der letzte guckt dann nach links. Oder bleibt stehen, guckt nach rechts einfach so. Wie beim letzten Mal. Und da haben passend stehen geblieben, okay. Ja, aber Skynet reagiert direkt, ne? Schickt direkt mal kurz eine HK-Einheit rüber. Ja, das habe ich jetzt natürlich alles provoziert. Aber vielleicht hätte ich es auch durchs Deaktivieren provoziert. Wer weiß, vielleicht hätte er das mitbekommen. So oder so eine spannende Variante. Das Turret, das kämpft noch weiter für die Sun. Da unten? Ja, du hast gerade Punkte bekommen. Also, ach so. Das Turret hat wahrscheinlich nicht lange überlebt gerade, aber einen hat es noch mitgenommen. Mhm. Ah, wo ist der? Ah, da. Ich muss mal hinter das Auto. Glaube ich. Ja, die muss im Laufen irgendwie. Bam, 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 bam. Oh ja, Fertigkeitspunkt, okay. Ach du Scheiße, ey. Nicht, dass die jetzt hier zurückkommen. War noch so eine Sache. Das muss mal nicht, ne? Kann man nicht dem seine Hydraulik irgendwie laden? Hm. Plasmagewehr abnehmen und rumballern wie ein Gestörter. Was ist nicht drin? John Connor würde das tun. Was würde John Connor jetzt? Ja, okay, da bist du relativ safe. Boah, das sind so viele. Irgendwann macht man einen Fehler. Irgendwann macht man einen Fehler. Ah. Ja, ich glaube, der guckt nicht in deine Richtung. Glaube ich auch nicht. Ich wollte jetzt hier hinter die Tonne. Hunterkiller. Ah. Oh Gott, jetzt, jetzt fahren sie aber auf, ne? Ah. Skynet will's wissen. Da kommt noch eine Patrouille hoch. Vor allen Dingen, das ist wirklich der erste Moment im Spiel, der jetzt, oh ja, der jetzt so richtig krass ist. Bisher habe ich gedacht, okay, eiern wir uns hier ein bisschen durch, aber jetzt mit der Einführung der T-800 da ziehen sie ordentlich an. Ich würde gern darüber, aber ich glaube, der kommt jetzt hier erstmal zurück. Ich weiß es nicht. Jetzt schicken sie aber viel in den Bunker rein. Voll unnötig. Wohl. Jetzt kann man sich auch vorstellen, wie man sich da als Widerstandskämpfer fühlt, wenn die überall um einen rumkrauchen. Es ist halt so ekelhaft, weil die so menschlich sind, ne? Ja. Aber gleichermaßen so, ja, unkaputtbar. Du hast halt keine Chance. Du musst wirklich hoffen, dass dich keiner sieht. Oh. Ich lass den hier wieder nach rechts laufen. Bei dem bin ich mir nicht so sicher, was der hier zur Seite sieht. Wobei, ist jetzt auch nicht ungefährlich. Ja, sieht er mich von der anderen Seite ja auch. Oder ist was rot, da ist was rot. Ja, ich hab's gesagt. War, ja. Okay. Knapp, aber ging noch. Ha! Ah, der sieht dich. Okay, interessant. Krass. Ja, der hat gerade nach rechts geschaut. Ja. Dann laufe ich dem so ein bisschen in den Rücken rein, oder? Ah, jetzt kommt der wieder. Das ist halt die Frage, inwieweit die sich gegenseitig abdecken. Ja. Ich würde jetzt gerne mal hinter das Auto kommen hier. Oh. Das muss doch zumindest safe sein, so. Jetzt so ein Fähigkeitspunkt in Tarnung, ne? Können wir machen eigentlich. Ah ja, stimmt, wir hatten ja noch einen. Einen bekommen. So, jetzt läuft der weg und der ist mir halt nicht geheuer. Jetzt lauf durch. Oh. Ich warte noch einmal ab, weil jetzt kommt er wieder hier an. Ah. Boah. Also es würde ohne den Modus gar nicht gehen. Nee, keine Chance. Du musst immer gucken, wo die sind. Das ist so kalkuliert.
Okay, wenn der jetzt hier wegläuft und der andere auch auf dem Rückweg ist, dann muss ich's machen. Vielleicht kann man auch rennen, man weiß es ja nicht, aber man will es nicht riskieren, wenn man jetzt schon den ganzen Weg geschafft hat. So. Oh, hier etwa rein? Nein. Ist der Truppentransporter. Kannst ja mal versuchen. Ah, da ist nichts drin, würde ich sagen. So. Okay. Hack das Ding und flieg's weg. Ich soll in die Richtung? Ah. Scheint so. Ah. Es wird wahrscheinlich außerhalb sein, dass ich gleich mal. Ich hoffe, das mal. Ah. Naja, so weit also, ist es doch ein Tier. Also, ich kann ihn sehen. Oh. Kannst ja mal schießen. Nein, tu's nicht. Nein, nein, ich wollte nur ein bisschen ranzoomen. Hä? Toll. Aus. Ja, super. Okay. Da kenne ich einige nicht, die nicht viel Geduld haben. Oh ja. Die hat auch zu viel Zeit mit dem Handy verbracht, wahrscheinlich. Generation ADS. Oh, das sieht cool aus. So eine Lichteffekte mag ich immer. Ja. So, also hier ist nichts mehr. Ja gut, das ist halt der Anfang. Ne? Ich renne mal, ja genau. Jetzt kommt so ein T-800 um die Ecke. Und sagt, du kommst nicht wieder. Ja. Ich gucke hier auch nicht mehr, ob noch was... Hä? Hast ja, okay. Verlassen? Ja. Do it. Ja, schon. Ja, ja. Ich war hier fertig. Und dann stellst du mal einen ordentlichen Pack Dietriche her. Okay, hast recht. Für einen Notfall. Ich merke ja, wie das zur Neige geht. Achso, Versteck. Meine Suche ist endlich vorbei. Die Soldaten, die ich aus der alten Uniklinik gerettet habe, werden Commander Baron mitteilen, dass ich sie treffen muss. Jetzt muss ich nur noch abwarten. Und ich habe Antibiotika für Jennifer. Das ist Jennifer, bitteschön. Oh, thank God, you're finally here. How did it go? Did you find the soldiers? I did. I helped them escape from that hospital. You don't give up on your people, do you? I like that. So what now? They're supposed to come for me soon. Great. That means that you're going home? No more scavengers constantly nagging you to do things for them? I bet you like the sound of that. Oh, Erin's still up too. Go talk to her. She won't admit it. But she was just as worried as I was. Do you need help with anything? Is that your best pickup line? Sorry, that was a bad joke. I tend to do that when I'm stressed. I think I got it from my dad. Better that than his mustache, right? Oh, I'm sorry, don't mind me. Okay, sie weiß nicht so richtig, wie man mit Männern spricht dann. Muss man das irgendwie... Muss man da was Spezielles wissen? Naja, wir beide wissen, wie man mit Männern redet. Ja, ach, Frauen haben das gar nicht nötig. Ja, seems gut, you were very close. As close as could be. He taught me everything I know. Sometimes without me even knowing. This one time, when I was little, he wanted to make a huge sign that said, welcome, on the side of our house in Pasadena. So he said, I bet you can't spell that. And of course I had to prove him wrong. Believe me, now I know how stupid that was. Okay. Clever war es auch nicht. Jetzt ist die Frage, ne? Macht man jetzt hier eins so auf ironisch? Überhaupt nicht, das war sehr clever. Ja, ich will auch... Oder sagt man einfach hart die Wahrheit, ne? Ich will auch nicht beleidigend sein oder hier Sympathien verlieren, das ist das Problem. Also versaust du mit der Frau nicht, ich sag's dir. Also dämlich finde ich ein bisschen hart. Ja, weil, weil sie war ja ein Kind, also... Ich bleib lieb, ich bleib immer lieb, so. Not at all. That was very clever. Yeah. He was always full of bright ideas. Ach so, von ihm. Trying to make me feel better. After Judgment Day, my dad turned our house into a safe haven. A home for everyone who lost theirs. We were like a family with an endless supply of uncles and aunts. I guess my father wanted to help with the war. We never really used guns.
So the only thing we could do was to help others in need. Sie waren also die Sanitäter. Ja. Du wirst nicht lang genug überleben, um etwas zu bewirken, wenn du dich nicht selbst beschützen kannst. Ich nehme mal nicht die erste Antwort, ich nehme mal die zweite. You won't live long enough to make a difference if you can't protect yourself. Somehow that's not really surprising coming from a soldier. Anyway, it was actually really cool. Everybody loved him, and he loved having them around. I think it's because he always had a brand new audience to listen to his bad jokes. He had this really terrible one. He'd walk into the room and ask if anyone had seen his remote because his team was playing. They always laughed at it. I'll never understand why. Hä? Weil er sein Team fernsteuern wollte, oder was? Ich habe keine Ahnung, ich verstehe es irgendwie nicht so gerade. Vielleicht in die Richtung. Was he a sports fan? I don't think so. He had a jersey that he wouldn't let anyone touch. But I don't think it was a token of his love of sports. More like a reminder of simpler times. Look at me yapping. I'm sorry, you probably have enough on your plate. Anyway, thanks. It's really nice to have someone to talk to. Gerne. Oh, Jennifer, gefiel die. Ein Herzchen ist mir zumindest sicher, siehste. Hey Jennifer, ja. Liken und abonnieren nicht vergessen. Ich wollte gerade genau das gleiche sagen. Wenn du wirklich mit Männern dich besser kommunizieren willst hier, dann musst du Like da lassen. Oh, ich gehe mal hier rein, ich glaube hier ist sonst nichts mehr. Und wenn ihr da draußen alle schön und sexy sein wollt, schön liken, kommentieren. Denn nur sexy Menschen kommentieren und... So, hier. Da ist Aaron, ich mach erstmal noch hier einen auf Dietrich oder auf mehrere. Was? Achso, ja, 7 im Besitz. Ich dachte gerade 42 im Besitz. Da steht's 7. Also was ist dein Vorschlag? Wie viel? Also 20 finde ich ist eine gute Zahl. Also wenn du jetzt noch 13 herstellst. Okay. Sie kosten ja nicht viel. Obwohl, eben. Jetzt kosten sie ja in dem Fall Altmetall, aber das dürfte ich inzwischen auch haben. Ich kann 42 ich herstellen. Kann 42 herstellen. Okay, 13 ist da nicht so viel, klar. Wie sieht's denn Munition? Diese Täuschkörper kann man vielleicht noch sich überlegen. Ja, stimmt. Da hatte ich nur noch 2 oder sowas. Da kann ich offensichtlich auch viele herstellen. Dann machen wir nochmal 3, dann haben wir da 5. Kann man immer. Wenn ich mit 2 mich jetzt nicht geirrt habe, muss man gleich mal gucken. Ja, jetzt sind 5 im Besitz. Achso, das stand da gerade. Oh, stand Gott. Unten dran, ja. Ja, da steht es auch 5. Okay. Wie sieht's aus mit Rohrzeug? Hast du alles genug? Ah, Rohr. Moment. 8? Och, 8 ist viel. Vielleicht 2. Ja, dann sind wir bei einer Höhe. Ja, dann sind dass wir bei einer ein bisschen, dass man ein bisschen hier die. Die was? Die Materialien ein bisschen verbraucht. Das stimmt natürlich. Sonst deckt sich das ins Unermessliche. Man sammelt es ein und lootet und lootet und nicht, ne? Stimmt schon. Okay, dann... Oh! Oh! Noch was zum Lesen. Denkanstoß. Oh! Die Welt vor dem Tag des jüngsten Gerichts war ganz anders, als ich sie mir vorgestellt hatte. Jennifer gibt mir Nachhilfe in Mathe mit allem, was herumliegt, wie Altmetall und chemischen Bestandteilen. Das müsste von... Patrick sein wahrscheinlich, ne? Von dem kleinen Jungen. Ich gehe davon aus, ihrem Bruder. Ich habe jedoch ein altes Buch gefunden und es scheint, als ob die Menschen in der Vergangenheit Nahrungsmittel verwendeten, um Mathe zu lernen. Äpfel und Birnen, meint er jetzt. Ja. Da steht dieser Kerl, Mike, wollte 30 Wassermelonen kaufen. Ich habe noch nie in meinem Leben eine Wassermelone gesehen, doch sie sieht wirklich gut aus. Irgendwie hatte er aber nur Geld für 28 Melonen, was aber immer noch viel ist. Das war auch da war auch dieses Mädchen, ich habe ihren Namen vergessen, doch sie hatte irgendwie 10 Schokoriegel und hat 4 davon gegessen. Und sie hat immer noch 6 Schokoriegel für später. Kannst du dir vorstellen, so viel Essen zu haben? Oh, das hat jetzt eine traurige Note direkt am Ende. Mathe-Probleme aus der Vergangenheit machen mich hungrig. Oh je. Da wird man an die First World Problems erinnert, ja. Ja, da leckt er ja auch. Ne? Ja, genau. Das ist ja... Mit seinem Hundi. Oh. Genau, mit seinem Spielgefährten. Wie haben wir ihn nochmal genannt? Max. Genau. So wie er gefälligst heißen muss. So. Wir starten noch eben das. Hoffentlich wird es nicht wieder ein längerer Dialog. No need to worry. I'm fine. Who said I was worried? I've been thinking a lot about it. And if I can, I've decided to join the Resistance. I'll do more good there than here. I'm glad to hear that. I just hope you're better supplied over there than we are. Speaking of which,
I see you've got those antibiotics I asked for. Good. Now I can call Ryan off. I asked him if he brought a shovel with him. If you think that was too morbid, he said that after Judgment Day, digging graves was one of the few things he actually got better at. Na dann. Sie ist ganz schön abgehärtet, würde ich mal sagen, nach außen hin. Ja, ziemlich abgebrüht, ne? Oh, 2 Fertigkeitspunkte. 2? Das hat ja richtig Erfahrung gegeben. Ja. Was wollte ich gerade noch sagen? Ja, sie ist abgehärtet. Aber ich glaube, sie will was wieder gut machen, ne? Wenn sie jetzt in den Widerstand treten will, nachdem sie schon mehr oder weniger Doktor für Skynet gespielt hat. Ja. Das hatten wir ja schon mal, ne? Genau. Ja, da bin noch gespannt, wie das geht. Jetzt wird ausgeruht. Ja, aber willst du jetzt schon ausruhen? Na, jetzt wird ausgeruht und in der nächsten Folge nach dem Ausruhen geht's weiter. So, oder wie hast du das gemeint? Ja, so in die Richtung. Gut, dann, ja, schlaft ihr mal gut, wir legen uns jetzt hin und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei Terminator Resistance. Bis dahin, tschüss. Ciao.